Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hier halt's ganz schön. Ja, ich meine. Und es gibt eine Videoidee von der Tuba, aber mehr dazu erzähle ich euch nach dem Intro. Okay Leute, und zwar, die Idee von der Tuba war, eine Döner-Challenge zu machen. Und zwar Lia gegen mich. Und was wir machen, ist, wir machen kein Wettessen oder sowas Unnötiges, Verschwenderisches, sondern wir machen, wer den Döner am saubersten essen kann. Ihr kennt das vielleicht, es ist fast unmöglich, einen Döner zu essen, ohne dass da alles einfach rausfällt. Und genau das ist die Herausforderung. Außerdem gibt es natürlich eine Bestrafung, aber das erzählen wir euch jetzt gleich erst vor der Challenge. Jetzt geht es erstmal los, wir fahren eben Döner hoch. Okay Leute, wir sind jetzt fast beim Dönerladen. Was denn da? Wir sind ja auch ganz in der Nähe von Royal Donuts. Ja, aber unser Laden hat leider zu, unser Royal Donuts. Ja, aber nicht so schlimm. Heute brauchen wir herzhaft. Deswegen geht's nebenan direkt zum Schlossgrill. Ja, wir gehen jetzt mal rein, bestellen uns Döner, weil Döner macht schöner. Und dann hoffe ich, dass wir viel schöner sind. Also ich zumindest. Lia ist eh schön, aber ich nicht so. Deswegen, let's go. So Freunde, zu Hause angekommen. Wir bereiten jetzt ganz kurz das Essen vor. Wir müssen natürlich einen Teller drunter legen, weil sonst können wir ja nicht richtig messen, wer mehr gekleckert hat. Ne? Und ich bin sehr gespannt, wie es wird. Ich habe übelst lange kein Döner-Sandwich gegessen. Und ja, wo waren wir? Küche oder da? Kann man Küche machen. Küche ist mehr Licht, ist besser. Mhm. Okay Leute, ich hole kurz ein Stativ und dann geht's rund. Okay Leute, es geht los und zwar, es gibt eigentlich keine Regeln, das heißt, die einzige Regel ist, es darf so wenig wie möglich auf dem Teller oder auf dem Tisch daneben landen. Dann, Geschwindigkeit ist egal, das heißt, du kannst so langsam essen, wie du willst. Okay. Der Verlierer muss direkt im Anschluss, wenn wir aufgegessen haben, ich esse übrigens noch einen Nachmajun danach, Push-Ups machen. Wenn ich verliere, muss ich 100 machen, du 50. Oh Gott, mit vollem Bauch, 50 Push-Ups, das ist schon heftig. Okay, ich würde sagen, wir legen los, bevor es kalt wird. Und jo. Ich bin sehr gespannt. Ich habe schon gedacht gerade, ich habe einen Fehler begangen, weil ich habe Maismehl mit drauf bestellt. Aber ich mag Mais so gerne. Und deswegen, oh Gott, der Anfang ist am schlimmsten, oder? Mmh. Lecker. Aber ich hatte auch übelst Bock, ne? Ja. Mmh. Die Regel, das hier muss weg, ja? Okay. Ich habe auch schon ein Salatstück verloren. Okay. Oh, schön. Ne, wir machen ja gerade Diät. Aber so ein Döner ist tatsächlich gar nicht so schlimm. Ich glaube, das Schlimmste am Döner ist das Brot, ne? Ja, Brot und das Fleisch auch relativ fettig meistens. Mhm. Mhm. Ja, als wir früher mit der Crew Döner essen waren, Tuba weiß das noch, ich konnte das gar nicht, ne? Echt? Mhm. Aber waren die nicht auch so, nicht so lang gezogen, sondern eher rund. Rund, ne? Und schwerer dann. Und vor allem, wenn die rund sind, muss man konzentrieren. Mhm.
dann habe ich die so unvorteilhaft gegessen. Also dumm von der Strategie her. Mhm. Aber ich finde den auf jeden Fall sehr lecker. Halte hier bei Schlossgrill und einfach mit Rucola und so drauf. Das ist übelst geil. Mit Cocktailsoße und wir haben Hähnchenfleisch genommen. Die hat sich aber selber das Leben schwer gemacht, weil sie Mais genommen hat. Das habe ich auch schon erzählt. Ja, bisher sieht es bei mir ein bisschen schlechter aus. Mann, wie dick das ist. Was soll ich denn da reinbeißen? Rein. Meine hat so die Gefahr, unten durchzubrechen, weil ich zwei Soßen habe. Ah, der ist übelst geil. Mm. Kann man echt mal häufiger holen. Ich bin nicht der Döner-Sandwich-Fan, Leute. Aber ich würde sagen, schon so eine 8 von 10, oder? Ja, beim Daniel hat das echt was zu bedeuten, weil sonst ist ja immer so, wenn es Essen gibt, ist okay. Auch wenn es so richtig lecker ist. Ich würde auch eine 8 von 10 geben. Oh, oh, mh. Ich bin richtig gut am Start. Scheiße. Ich bin richtig zuversichtlich. 50 Push-Ups. Ah, easy, schaffst du. Ach, schon viel für eine Frau. Jeder weiß, Anfang und Ende beim Döner essen. Das ist das Kritische. Ja, das Ende ist doch einfach. Da ist doch nur noch ein bisschen Fleisch unten dran. Mhm. Tuba, Digga, du wirst stolz auf mich auf jeden Fall. Aber du bist auch richtig gut heute. Schon, ne? Weil sonst sauge ich mich immer richtig ein beim Essen. Oh, oh. Normalerweise liegt rundherum neben Teller auch alles. Ist ja schon fertig. Snack für mich. Danach kommt ja bei dir noch was. Letzter Happen. Oh Mann! Nichts außer ein paar Rotkümmel. Okay, wer die Lia den restlichen Döner isst, gönne ich mir noch den Nachmann schon hier. Mhm. Dann hast du noch ein bisschen Zeit zu verdauen. Okay Leute, snack hier kurz. So lange hat die Lia noch Schonfrist. Und dann gibt es die Bestrafung. Bis gleich. Okay Leute, so, die Lia zieht jetzt kurz die 50 Push-Ups durch. Ich bin richtig voll gefressen. Ich bin auch voll. Ich habe mir extra noch so Neo-Bits gegönnt mit Proteinpulver drin und so. Und noch das Nachmajun und ich bin richtig voll gefressen. Aber ich muss keine Push-Ups machen und deswegen ist das egal. So, wir schwenken mal die Kamera um. Ich möchte nicht. 50 am Stück. Du hast eben gesagt, du bist eigentlich voll motiviert. Ja, voll dem Essen. Motiviert. Okay, let's go. 1, 2, 3. Mach ruhig eine Pause. Nein. Okay. Wenn du kotzen musst, dann hast du Döner umsonst gegessen. Ja, stimmt. 41. 2, 3, 4, 5. Und
4, 3, 2. Oh Gott. Letzter. Easy. Oh. Ja, Leute, erstmal großen Respekt. Ich glaube, nicht viele Frauen machen 50 Liegestütze, auch wenn jetzt vielleicht ein paar in die Kommentare schreiben, die Ausführung wäre nicht so gut, bla bla bla. Mach erstmal selber nach. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es war eigentlich richtig unnötig, aber ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich bin auf jeden Fall satt, mir geht's gut. Ich bin satt und ein bisschen überanstrengt. Nein, alles gut. Yes, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Es würde mich sehr, sehr freuen, wenn du bis zum Schluss dran geblieben bist. Danke dafür und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, hau rein. Ciao. Ciao.